Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight in Iskara, nachdem wir ja der Beisetzung des ehemaligen Häuptlings beigewohnt haben. So ist richtig gesagt. Wir haben einiges vor, wir wollen einen gefährlichen Hai jagen, wir wollen einen Yeti jagen, wir wollen verlorene Kinder finden und vielleicht sogar ein Dungeon machen. Klingt nach ziemlich viel, ist es auch, aber wir schaffen es. Wird großartig. Jo, womit starten wir denn? Ich weiß es gar nicht. Gerade die Treppe gegangen, erstmal durchatmen. Ich würde sagen, wir suchen erstmal nach Krojek, dem Küstenstreifer. Da wir ja die unglaublich tolle Fähigkeit haben, mit unserem Reittier übers Wasser zu laufen, sollte das eigentlich ganz einfach werden. Guck mal, zahlt sich das auch aus? Denn der ist ja irgendwo hier draußen im Wasser zu finden. So ein Boot hätte ich aber auch gern, ne? Jee, Alter, der Mund. What? Da ist er ja. Schaffen wir den alleine? Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Oh, maybe. Ja, doch, alles gut. Der ist ganz schön groß, ne? Muss man schon sagen. Aber easy. Hat viele Leben, hält ziemlich viel aus, aber wir nehmen halt keinen Schaden und deswegen kein Problem. Eieieiei. Hat der viele Leben? Mein Gott. Beeindruckende Schwanzflosse. Das ist ja. Das hat sich ja gelohnt. Okay. Sehr schön. Gesucht. Krojek, der Küstenstreifer. Erledigt. Alter, dieser Mund killt mich ja hier, ne? I don't know. Okay, und yep. Sehr schön. War okay, war machbar. Ich weiß nicht, wie gut man sich da jetzt schlägt, wenn man nicht gerade Tank-Spezialisierung ist, aber so auf jeden Fall kein Problem. Hallo? Ein guter Tag für einen guten Handel. So ist der Kreislauf des Seelebens hier draußen. Einige lassen wir in Ruhe, damit ihre Art weiterlebt. Einige dezimieren wir, einige essen wir. Alles im Gleichgewicht. Beim nächsten Mal gibt es noch viel mehr. Oha. Oha, oh, was hat denn der für ein Schwert in der Hand? Rowie? Oh, wer seid ihr? Die soll ich doch suchen. Du bist ja hier. Den sollen wir doch finden. Rowie nach Hause geschickt. Hallo nochmal. Rowie sieht sich um. Rowie sieht sich um und summt ein Lied. Oh, stimmt. Travio hat mir ein neues Netz gemacht und gesagt, sie könnte euch auch eins machen. Sie kann auch andere Ausrüstungen machen, wenn ihr das große Zeug zu ihr bringt. Ihr solltet mit ihr reden. Später Drachen steigen lassen? Auf Wiedersehen! Bleib direkt hier, ich soll doch dafür sorgen, dass du nicht... Hallo? Ich habe vieles, das euch interessieren könnte.
Tavio wird für euch Angelausrüstung und Aufwertungen herstellen. Meine Familie ist dafür bekannt, die besten Netze und Harpunen herzustellen. Wenn ihr mir die nötigen Materialien bringt, kann ich euch neue Werkzeuge herstellen. Unser nächster Handel wird grandios. Ich sehe, ihr versteht euch gut mit den Dorfbewohnern. Ihr wollt mehr darüber lernen, wie wir angeln? Sagt ihr, gut. Zuerst einmal angelt niemand mit bloßen Händen. Ich kann euch ein gutes, starkes Netz herstellen, das eines Tuskas der Iskara würdig ist. Ein gerechter Handel. Auf bald. Eure Waren sind sehr willkommen. Was brauchen wir? Starker Seetang und Stein mit Loch. Okay. Finden wir. Kriegen wir hin. Dann haben wir hier noch... Ach, guck mal hier. Hallo. Wie bitte? Segen des Champions der Tuska. Und nun seid vorsichtig da draußen. Die Taten der Tuska von den Dracheninseln sind viele, aber über die Jahre gingen einige unserer Geschichten verloren. Viele Reisende kehrten nie von ihren Reisen zurück und konnten ihre Geschichten nicht erzählen. Bitte, wenn ihr Schriftrollen findet, die berichten, was unseren verlorenen Stammesmitgliedern geschehen ist, bringt sie mir. Segen des Champions der Tuska. Schaltet die Fähigkeit frei, Schriftrollen bei Gegnern auf den Dracheninseln zu finden, welche die großen Taten der Tuska beschreiben. Man wird sich an eure Geschichte erinnern. Wird dann wahrscheinlich auch so eine Art Rufbonus über die Gegenstände dann geben. Okay. Ich finde das so schön, wie alle durcheinander laufen. Das sieht man in Classic halt wirklich als Unterschied nicht, dass sie so krass interaktiv sind in den Lagern, die Charaktere. Die gehen auch rum und sowas, aber dass die irgendwelche Tuska so ein Babymammut jagen, I don't know, mega sweet. So, starker Seetang wird bei in Iskara oft an Ufer gespült, bringt ihn zu Tavio. 1 von 3, 2 von 3, und dann ist 3 von 3. Ich warte gerade eigentlich auf meine letzte Stehminute, dann würde ich nämlich mich auch mal wieder hinsetzen, aber na gut. Na gut, wenn ich weiter stehen soll, dann stehe ich halt weiter. Ich beuge mich eurem Willen. Starker Seetang, 3 von 3. Sehr schön. Iskar-Mammut, bin ich gar nicht drauf eingegangen, ne? Dass er einfach eine Mammut eingefärcht ist, mehr oder weniger. Oh, Mammut, geil! Ah, ich kann das nicht. Es ist einfach... Ach, Mann. Ah, ja. Ich glaube tatsächlich, ich hätte auch nochmal richtig Spaß, Pandaria nochmal richtig zu spielen. Mit den ganzen Pandaren und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre auch nochmal... mit Texte lesen und sowas fantastisch. Vielleicht ein Pandaren-Mönch. Mir fehlt auch noch die Ordenshalle aus Legion mit einem Mönch. Das wird sich auch noch anbieten. Naja. Mal schauen. Es hat sich angehört wie eine Fahrradklingel gerade. Na gut. Stein mit Loch. Nicht ungewöhnlich an den felsigen Küsten des azurblauen Gebirges. Tavio und Iskara weiß etwas damit anzufangen. Okay. Ja, ich habe aktuell überlege ich wirklich, ob ich meine Hochelfe für Dragonflight vorbereiten soll, tatsächlich. Wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwas Kirchnereimäßiges. Meine Nachtelfenjägerin ist das Problem, dass sie auf dem falschen Realm liegt. Die liegt ja auf Blackmoor, die müsste auf Aleria rüber. Ja? Was ist euer Begehr? Muss ich mir mal überlegen. Was habt ihr anzubieten? Sorry, wichtige Nachricht. Hä? Achso, was? Einfach kaufen. Ach so, wir können es einfach herstellen. Fischernetz von Iskara. Gestattet es euch, an Angellöchern der Tuska Fischernetze auszulegen? Was? Warum ist der Soundtrack eigentlich so geil? Hört mal. Ich habe noch bessere Angebote beim nächsten Mal.
Ein gerechter Handel. Auf bald. Hier ist euer Fischernetz von Iskara. Setzt es weise ein und nehmt nie mehr aus dem Kreislauf des Lebens, als ihr zum Überleben braucht. Eure Waren sind sehr willkommen. Wollt ihr euer Netz ausprobieren? Geht an die Flussmündung südlich der Küste des Erwachens und sucht einen Ort, an dem es viele Fische gibt. Das sollte ein guter Ort sein, um das Netz auszuwerfen. Unser nächster Handel wird grandios. Eieiei. Angelloch der Flussmündung. Die Tusker haben berichtet, dass die Fische in diesem ruhigen Gebiet sehr aktiv sind. Reich. Chance von 125%, ominöse Muscheln zu finden. Chance von 125%, seltene Fischschwärme zu finden. Netze können ausgelegt werden. Können wir... Oh, was ist das denn? Expeditionsumhänge. Das müssen wir auch machen, ne? Belagerung der Drachenfluchfestung. Ja, das machen wir aber auch, wenn wir mit dem Gebiet hier fertig sind. Wir wollen jetzt keinen kompletten Stilbruch machen. Okay, gut. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal Rowry nach Hause schicken. Das ist der, der gerade schon bei uns war. Der ist ja irgendwo hier hinten und sucht Yetis. Na komm, gib mir meine letzte Stehminute. dann schicken wir den nämlich nach Hause. Oder warte, ich setze mich hin und stelle mich nochmal hin. Das ist, glaube ich, strategisch schlauer, oder? Danach gucken wir mal wegen dem Dungeon, ob wir noch einen Dungeon machen. So. Ich glaube gar nicht, wie gut das tut im Vergleich zu nur sitzen oder nur stehen. Wirklich dieses Switchen. Ich stand jetzt gute 40 Minuten, stand ich jetzt ungefähr. Es tut unglaublich gut, das wirklich abwechselnd zu machen. Also dem Rücken sozusagen mal stehen, mal sitzen. Stehen ist natürlich besser. Das merke ich tatsächlich, dass ich vom Sitzen sehr schnell Nackenschmerzen bekomme und vom Stehen halt nicht. Oh. Klappt das eigentlich jetzt? Ja. Rowry! Wo bist du? Rowry! Du warst doch gerade noch da! Oh nein! Ach man, sollen wir dann wirklich einen Utuk auf Teufel komm raus farmen? Also die Zutaten? Das klang jetzt gar nicht mal so schwer. Mammuts töten ist grausam, aber dafür bekommen wir halt einen Utuk, ne? Mit dem Schwert. Mama sagt, ich krieg größere Zähne als ein Mammut. Ich schaffe das. Ich werde den Yeti in der Höhle besiegen. Ich war nie gut im Kampftraining. Die anderen Kinder waren immer etwas voraus. Aber Mama hat nie gesehen, wie ich besser geworden bin. Vielleicht, wenn ich stark genug bin, sieht sie es. Und dann ist sie endlich stolz auf mich. Ja, hör mal, Browry. Rowry, also... Komm schon. Geh lieber zurück. Also, es ist... Was vorgefallen? Ich vertausche das gerade nicht, ne? Okay, tschüss. Ja. Ja. Hallo. Also, es tut mir leid, wenn ich dir etwas Schlimmes sagen muss, aber deine Mutter, naja, also... Ihr wart da, in Brackenfell? Dann müsst ihr es gewesen sein. Ihr habt Brenner und den anderen geholfen und ihr habt auch mit Mutter Geist gesprochen, nicht wahr? Sie hat wirklich gesagt, dass sie stolz auf mich ist? Aber ich war nie ein guter Kämpfer oder Fischer. Oder wichtig für den Stamm. Ich muss mich beweisen. Das war, als wir diese ganzen Geister wieder befreit haben, damit sie uns beim Kampf gegen das Urtum helfen. Sagt Rory, dass er wahrscheinlich noch nicht bereit ist, es allein mit einem Yeti aufzunehmen. Ihr habt wahrscheinlich recht. Moment, ich habe da eine Idee. Bringt mir das nächste Mal bitte Fisch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Ihr seid nett. Später Drachen steigen lassen? Ihr habt recht, ich bin nicht stark genug, um jetzt mit dem Yeti aufzunehmen, aber zumindest nicht alleine. Doch ihr seid hier. Der Bau des bösen Yetis, Zehenmatsch, des Schrecklichen liegt vor uns. Diese Höhle ist groß, aber nicht gruselig. Okay, vielleicht ein bisschen gruselig. Könntet ihr reingehen und schon mal etwas, ihnen etwas Mürbe machen? Ich bin direkt hinter euch. Bringt mir das nächste Mal bitte Fisch. Ja, also Rorys Mutter ist im Nachhinein durch die verfaulten Gammelgnolle getötet worden, ne? Und deswegen... Warum kann ich denn mit dem reden? Hallo, Zehenmatsch. Schöner Name. Aber warum mögen dich die ganzen Utuks? Zehenmatsch sieht euch mit leuchtenden, neugierigen Augen an. Präsentiert eure Waffe.
Zehnmal schrunzelt die Stirn, er schüttelt den Kopf. Nein. Versucht zu erklären, dass ihr gegen ihn kämpfen müsst. Zehnmatsch sieht euch mit traurigen Augen an. Zehnmatsch hebt ein Utok in der Nähe auf und beginnt ihn zu streicheln. Bittet ihn darum, nur so zu tun, als würde Rory ihn töten. Was ist hier gerade los? Zehnmatsch schüttelt verwirrt den Kopf. Zeigt eine Schauspielereinlage, wie ihr getötet werdet. Zehnmatsch denkt darüber nach. Nach einem Moment schüttelt er den Kopf. Er erzählt ihm von diesem Tuska-Kind, dessen Mutter gerade gestorben ist und das wirklich etwas Ermutigendes brauchen kann. Und, Zehnmatsch runzelt die Stirn. Zeigt eine Schauspielanlage, wie ihr sterbt und jemand um euch weint. Zehnmatsch gibt besorgte Grunzlaute von sich. Er will euch zum Trost einen Utok reichen, aber... Er zappelt sich frei. Zehnmal schrunzelt die Stirn. Ein Moment später spielt ihr eure Vorstellung nach, wie ihr stirbt. Er schaut euch an, ob euch die Einlage gefallen hat. Nickt bestätigend. Ich werde euch niederschrecken! Ah, ist der groß! Nein, ich schaffe es! Jetzt ist es vorbei mit der Otto-Räuberei! Ich hab's geschafft. Zehnmatsch liegt ganz still da. Ich hab's geschafft. Ich bin unglaublich. Diese Kraft. Ich muss sie verantwortungsvoll einsetzen. Ich muss trainieren. Ich werde der größte Krieger aller Zeiten sein. Was ist mit Zehnmatsch? Warum ist der so nett? Zehnmatsch öffnet die Augen. Ist es vorbei? Zehnmatsch signalisiert euch mit erhobenem Daumen. Zehnmatsch, du bist der liebste Yeti, den ich je gesehen habe. Ich werde dich beschützen, wenn irgendwas passiert. Warum? Also, in 99% der Quests wäre das Ziel gewesen, töte ihn. Und bei 1% wieder reingekommen, hätte den Gnadenstoß gemacht. Wer hatte bitte die Idee, diese Aufgabe jetzt so zu gestalten? Es ist fantastisch, aber wer hatte bitte die Idee? Super. Wow. Ach, Mann. Aber jetzt habe ich richtig, richtig Bock auf die Tuska aus Nordend irgendwie. Was geht denn bei denen so ab? Was sind denn deren Probleme? Ich meine, die sind ja hier, ne? Die sind ja hier unten bei Drachenöde. Hier. Da. Nee. Moment. Doch. Nicht? Doch, Hafen Moaki. Da sind sie. Das gleiche Symbol auch. Und hier auch Tuska, oder? Können wir eigentlich irgendwas Cooles schmieden gerade? Ein Schlagring. Wir könnten eigentlich, Das können wir halt machen, ne? Dann haben wir 36, ja. Tantchen-Kauni. Da ist Rory. Oh, wer seid ihr? Ich werde hart trainieren und der legendärste Tuska-Krieger aller Zeiten werden. Okay, tschüss. Seid gegrüßt, Fremdling. Liebe Güte, was habt ihr ihm gesagt? Ich habe Rory noch nie so ermutigt gesehen. Habt Dank, dass ihr ihn heimgebracht habt. Ich werde mein Bestes geben, mich in Kakiatas Haus um ihn zu kümmern. Oh. Wart immer. Es ist halt mega traurig. Wir haben einfach. Das habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Wir haben oben also hier. Hier haben wir eine Tuska mit dem Totem vom Häuptling wiederbelebt, die dann gesagt hat,
sagt meinem Sohn Rory, dass ich stolz auf ihn bin. Und das ist der Sohn von ihr. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, was das Ganze jetzt ziemlich traurig macht. Okay, dann haben wir hier die Aufgabe. Störende Strolche. Nelo und Nao suchen. Das sind die beiden verschwundenen Kinder, aber da macht man sich keine Sorgen, weil die sind tough. Da passiert nichts. Oh, nice. Und hier in der Richtung waren wir noch gar nicht unterwegs, ne? So, und hier würde jetzt schon das Dungeon starten. Da, guck mal. Wie sieht das denn aus? Rein Interesse halber mal, ist das denn dann wieder... Ach, okay. Also es ist dann schon hier die Ecke. Mhm. Oh, ist das schön hier mit dem Boden. Oh, ist das schön. Und die Musik auch wieder. Ach, Mann, 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 Mann. Komm raus, kleiner Kerl. Wir tun dir nichts. Oh, was ist das denn? Ist das ein Babygnoll? Moment, was bist du? Nelo? Mama sagt, ich krieg größere Zähne als ein Mammut. Wer seid ihr? Kommt aus dem Gebüsch raus. Kommt dem Gebüsch dort nicht zu nahe. Wenn ihr nicht euer Gesicht zerkratzt haben wollt. Was tust du da? Da ist ein verlassenes Gnollwelpe drin. Der Kleine ist am Verhungern. Ich fresse lecker Zana. Na gut, er will uns fressen, aber keine Sorge, er ist zu schwach, um anzugreifen. Ist ja mega süß. Warum hat er einen Rucksack? Skeps, oh, um Gottes Willen. Bringt mir das nächste Mal bitte Fisch. Angeblich sind ja Gnolle gemein und gefährlich, aber das ist nur ein Baby. Mama sagt, dass, immer auf Nao, dass ich immer auf Nao aufpassen muss und das ist auch ein Baby. Später Drachen steigen lassen? Oh, Gottes Willen. Er verhungert nur. Und er versucht nur uns zu essen, weil er hungrig ist. Fisch, niemand kann so leckeren, eiskalten, rohen Fisch abschlagen. Eiswasserfische sind die besten überhaupt. Ihr könnt sie überall im Ozean angeln. Aber falls ihr selbst nicht angeln könnt, wird euch jeden guten Tag in Iskar bestimmt welchen verkaufen. Bringt mir so viele. Bis er nicht mehr hungrig ist. Okay, tschüss. Tschüss. Wie kann aus dem ein Gnoll werden? Naja, gut, nichts gegen Gnolle. Also ich finde Gnolle, die neuen Gnolle sind ja gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe die ja sogar mit Furbox vertauscht, also. Ja, okay, spricht eher gegen meine Erkennungsfähigkeiten. Das ist aber sehr interessant. Das scheint dann so, als würde man im Nachhinein mit dem Schiff die Höhlen angreifen. Oha, was ist denn hier oben? Oh. Ja, ach so, guck mal, hier kommt man auf den Hügel rauf über den Weg. Paera Wohlbrise. Wohlbrise. Außergewöhnliche Drachenlenkerin. Oh! Was ist das für ein Drache? Das ist einfach ein. Hier, wie heißt das? Kranich. Herupitat, Drachenmeister. Und natürlich Teraf Windjäger, Drachenhandwerk. Oh, der macht einen. Oh, der macht einen Adlerdrachen! Oh, ich liebe es schon wieder. Natürlich baut der Taure sich einen Adlerdrachen, sie hat einen hier einen Kranichdrachen und er hat diesen Fischdrachen. Ah, Mann. Ich bin außer Reichweite. Ah, dieses Spiel. Was sollen wir jetzt angeln? Eiswasserfische. Können wir das behalten, heißt die Aufgabe einfach. Ihr wisst warum, oder? Was ist das denn? Ach man, dieses Spiel. Keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch absolut nicht sagen. Der Soundtrack auch schon wieder. Oh Mann.
Schuppen wie Eis, 1 von 7. Oh Mann. Schlimm ist nur, dass ich am liebsten wirklich gefühlt, also ich habe richtig Bock, einfach nochmal die ganzen Gebiete nachzuspielen. Und ich habe sie gefühlt vor 2 Tagen gespielt. Das ist ganz schlimm. Angeln auf 45 erhöht. Können wir das behalten? Ach, Mann, Mann, Mann. Und wir haben noch ganz Taldrasos, noch ein ganzes Gebiet. Das ist total verrückt. Ich meine, wie gesagt, wir kriegen keine Level mehr. Zerbrochener Ast. Das ist ein bisschen schade, dass man so früh, in Anführungszeichen, die hätten also eigentlich die Erfahrung halbieren können, theoretisch. Aber es ist mir egal. Wir wollen ja die Gebiete durchquesten. Wir wollen nicht Maximallevel werden. Heißt natürlich auch, wenn man wirklich Twinks auf Max-Level spielt, kann man auch sehr früh Max-Level erreichen. Was uns, wie gesagt, egal ist, aber es wäre theoretisch gut möglich. Und wir brauchen eigentlich einen Utok, ey. Oder halt Goldmähne. Goldmähne wäre auch geil, aber nobody got it for me. Ah, und das zu farmen, ey, das klappt halt echt nicht. Und ist halt einfach nur nervig und keine Ahnung. Ich würde halt lieber als das zu farmen, lieber spielen. I don't know. Hey, ich habe ein bisschen Fisch für den kleinen Skeps. Okay. Hallo. Hallo. So viele Fische, ich will sie essen. Aber nein, sie sind für Skeps, das ist wichtig. Später Drachen steigen lassen? Skeps wird davon begeistert sein und dann werden wir beste Freunde. Bringt mir das nächste Mal bitte Fisch. Hunger, Skeps essen Zana. Nein, aber Skeps kann diesen leckeren Fisch essen. Fisch, was ist Fisch? Hier versteckt ihr beiden euch also. Wir haben darüber gesprochen, wie gefährlich Knolle sind. Jetzt sieht er süß aus, aber wenn er groß wird... Nein, Ta, schau, wie süß er ist. Fisch lecker, Skeps Fisch fressen. Seht ihr, Ta? Skeps braucht nur Fisch. Wenn wir uns um ihn kümmern, kann er ein guter Knoll werden. Na gut, wir nehmen ihn mit, vorerst. Aber seid nicht überrascht, wenn er wegläuft oder euch beißt. Was? Ihr nehmt ihn mit? Ihr habt jetzt gerade echt einen Gnoll adoptiert? Ich meine, ich würde ihn auch mitnehmen. Skeps, können wir den bitte als Kampfhorst hier haben? Oder als, keine Ahnung, Spielercharakter? Wir sind einfach Skeps. Was ist mit diesem Spiel? Sitzt er jetzt? Oh nein! Oh nein! Das sieht jetzt doch süßer aus. Habt ihr Spaß, ihr drei? Keiner gebissen? Fisch! Ihr bringt Skeps Fisch, Skeps hungrig. Bitte darum, Skeps Rucksäcke ansehen zu dürfen. Von dem kaufen wir die Rucksäcke. Für Fisch? Skeps ist so toll. Er wirkt verrückt und so. Aber andererseits hat er mir diesen richtig tollen Rucksack. Jetzt hier hat er einen Rucksack von dem auf. Jetzt auf einmal. Er hat mir diesen richtig tollen Rucksack gemacht. Er ist erstaunlich gut, wenn es um so Handwerkszeug geht. Tja, glaub nicht, dass ich es schaffe, aber ich bringe Skeps bei, wie man angelt. Okay, tschüss. Ich liebe Skeps. Er ist der Beste. Nelo bringt uns beiden bei, gut zu sprechen. Nao lehnt sich zu euch und flüstert. Sagt es ihm nicht, aber ich bin viel besser als er. Nächste Mal bitte Fisch. Ich habe mich schon gewundert, warum sie genau die Gnollrucksäcke nicht verkauft. Jetzt weiß ich warum. Und wer seid ihr?
Wir werden uns sicher wiedersehen. Ich kann das nicht, okay. Na gut. So, jetzt haben wir die Dungeon-Aufgabe. Und wir haben Neuigkeiten in jedem Winkel und eine entfernte Furbolg-Freundschaft. Ich würde vorschlagen, wir machen Neuigkeiten in jedem Winkel. Da geht es darum, dass hier im Walfängerwinkel der eine Tuska ist, der gesagt hat, da wären irgendwelche komischen, zwielichtigen Gestalten, die friedlich sind. Aber dennoch macht sich der Tuska hier in Iskara Sorgen und wir sollen mal nachsehen gehen. Machen wir erstmal die Aufgabe und die Aufgabe und die Aufgabe und die Aufgabe und dann das Dungeon. Für den Fall, dass dann noch eine Dungeon-Quest dazukommt. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wir haben immer noch nicht alle Drachen freigeschaltet. Und ich habe keine Ahnung. Wie soll das weitergehen hier? Mann. Walfängerwinkel. Ja, so sieht's hier auch aus. Aber schön. Da oben auch schön. Uralter Stein. Was hat es mit diesen komischen Steinen auf sich? Das ist auf jeden Fall drachisch hier. Scrabbies! Hier haben wir noch ein paar Tusker. Hallo! Ich sag euch, wir brauchen keine tolle Maschine, um diese Kristalle zu testen. Das Protokoll erfordert, dass wir alle Proben mit dem Geoscanner prüfen. Es gibt mir etwas Zeit. Ihr habt den feinsten geologischen Gaumen diesseits des Sumpflands in eurem Lager und wollt auf irgend so eine blinkende Maschine warten? Ihr wollt die Felsen ablecken? Ei, zumindest kann ich sagen, ob sie es wert sind, zurück zum Lager geschleppt zu werden. Also ich will mal ganz kurz nochmal sagen, wir haben jetzt eine Gruppe, also das sind diese komischen Gestalten übrigens, von denen die Rede war. Wir haben hier Mordigen Eisenkiefer, ein Dunkeleisenzwerg, in sehr schönem weißen Hemd übrigens, mit weißem Hut, sieht sehr schick aus. Ael Nara, eine Blutelfe. Prüfer Roe, ein Untoter, also, na, ihr wisst schon. Und Losey Fitzcock, ein Mechagnom. Und die arbeiten hier zusammen, ich find's fantastisch. Hoffentlich ist das wichtig. Forscherlager, Archäologische Akademie. Diese belanglosen Unterteilungen sind lächerlich im Vergleich zur enormen Menge an Wissen, das uns in diese Landen erwartet. Dennoch muss ich sagen, dass ich Tiefenheim vermisse. Es war so schön ruhig. Tiefenheim, das ist Cataclysm. Sag nicht, das ist ein Charakter aus Tiefenheim. Fürchtet die Lebenden. Aelnara, die zarte Silbergicht, die wie gewoben Faden sitzt. Und eine liebliche Stadt, die träumerisch Spitzen hat. Sie braucht keine Magie, um ihr Antlitz zu erschaffen, denn ihre Schönheit wird zu keiner Zeit verblassen. Auch wenn es ganz schön ist, etwas Zeit außerhalb von Silbermond zu verbringen, vermisse ich es doch so sehr. Ich auch. Herz geht raus an Silbermond. Zeit ist Gold. Aelnara, I feel you. Blutelfenschwestern. Wow. Ach, diese roten Augen, ne? Schon geil. Okay. Graki? Woher kommt ihr? Gorlok sind schlechte Nachbarn, fast so schlimm wie Meyerlurks. Ach, ich meine natürlich Murlocks. Meyerlurks. I don't want to set the world on fire. So. Warum sitzt denn da eine Krabbe auf dem Netz? Ach man, dieses Spiel ist so furchtbar. Vor allen Dingen, keine Ahnung, wir sind jetzt bei Video 33 Stunden oder sowas schon. Das ist, ich dachte, das läuft so nebenbei mit. Na gut, Vayun. Wer spricht da zu mir? Noch jemand? Na toll. Vorsicht da draußen. Hallo. Wir schützen, was unser ist. So viel Respektlosigkeit hier. Ein paar stinkende Gurloks klauen Teile unserer Ausrüstung und schon müssen wir alles stehen und liegen lassen. Ha, ich hab schon Steine geleckt. Da habt ihr noch die in die Windeln gemacht. Dazu brauche ich keine gnomischen Spielereien. Bringt mir einen Stein und ich werde es beweisen. Findet einen Stein, an dem mordigen Eisenkiefer lecken kann. Was? Passt auf euch auf! Können wir bitte den schmoddeligsten Stein nehmen, den wir finden? Bitte was? Ja, ich suche mal einen Stein.
Oh, hier ist eine Kiste der Tusker. Ah. Großer Stein. Von Zeit und Gezeiten geglättet. Ah, wir müssen mehr angeln, damit wir uns einen Gnollrucksack kaufen können. Tut mir leid. Jetzt weiß ich, dass wir es brauchen. Jetzt wird es euch richtig auf den Keks gehen. In 5 Minuten stelle ich mich nochmal hin. Offiziell protokolliert. Oh, ist das großartig. Ich finde die Idee übrigens super, dass man jetzt also man hat jetzt irgendwie Gefühl, ich meine Utuks, dass man die jetzt für gefühlt Farmaufgaben bekommt, die auch ein Singleplayer-Spieler machen kann, finde ich ganz toll. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass so ein Mammutstoß seine Dropchance von 0,5 hat und das jetzt sozusagen unbesiegbar 2.0 wird, aber gehe ich mal einfach nicht von aus. Mich besorgen halt nur die Ruhmstufen. Es ist halt... Also, man hätte natürlich sagen können, ich nehme das nicht auf, sondern ich spiele das einfach komplett offscreen. Dann hätte ich mich eine Woche in meinem Zimmer eingeschlossen, wäre durch gewesen. Ich hätte jetzt schon Weltquests machen können, dann wären wir schon wesentlich weiter. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir jetzt diese Erfahrung hier gemeinsam machen und ich vor allen Dingen auch durch dieses Vorlesen und mich reinfühlen wesentlich mehr von diesem Add-on mit... Also, ich will ja nicht lügen. Hätte ich damals Shadowlands aufgenommen, hätte ich garantiert auch mehr mitgenommen. Ne? Man neigt ja dazu, wenn man ein Spiel einfach so spielt, vor allen Dingen so ein MMO sich durchzuklicken. Und das machen wir halt jetzt gerade gar nicht. Ne? Deswegen dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Was kann ich für euch tun? Aber hey, es gibt nur eine Questphase, die man zum ersten Mal spielt. Na, schon einen guten Stein gefunden? An mir kommt kein Zeit. Ha, perfekt, macht euch bereit, die beeindruckendste Darstellung der Geologie zu beobachten, die ihr je gesehen habt. Schlagt erst zu, wenn ihr das Glühen in ihren Augen Mordigen seht. Leckt am Felsen. Ja, Küstengezeitenstein. Leichte Spuren von etwas Würzigem. Das ist doch lächerlich. Faszinierend. Lächerlich? Euer Ernst, Leute? Pah, ich werde es euch zeigen. Dank mir, wenn ich mit einem Sack voller Kristalle zurückkomme. Achso, der hat jetzt am Lecken des Steines geschmeckt, aus welcher Richtung Kristallwasser kam und findet jetzt so, ich verstehe schon, ja. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Im Moment mag es nicht danach aussehen, aber wir sind Profis. Die Expedition hat uns damit beauftragt, eine Ansammlung seltener Kristalle in der Gegend aufzuspüren. Eine geologische Untersuchung, wenn man so will. Ich bin immer noch erschüttert von dem Gürlok-Angriff. Wärt ihr so hilfreich für mich, ein paar dieser Kristalle zu suchen? Bringt Proben mit, wenn ihr sie findet. Selama Ashalenore. Raus mit der Sprache. Wie viele Gürloks braucht man, um einen Fisch zu fangen, Bruder? Ich weiß nicht, Bruder, wie viele? Einen, aber man muss ihn ziemlich weit auswerfen. Ha. Greski stößt ein schallendes Lachen aus. Wie viele Gürloks braucht man, um einen Fisch zu fangen, Bruder? Einen. Man braucht einen Gürlok, aber muss ihn ziemlich weit auswerfen. Ah! Als Köder, oder was? Der magere Untote greift sich an die Stirn und seufzt tief. Das wird mich gar nicht gut dastehen lassen. An nur einem Tag haben wir es geschafft, die ansässigen Gurloks aufzuscheuchen, die Hälfte unserer Ausrüstung zu verlieren und jetzt sind wir auch noch um einen Zwerg ärmer. In dieser Situation schreibt das Protokoll vor, dass wir so effizient wie möglich arbeiten. Geht und dünnt unsere gezahnten Antagonisten aus und bringt mir ihren Speichel zur Untersuchung, wenn ihr schon dabei seid. Nur das gute Zeug, wohlgemerkt. Unsere Zeit wird Leute, kommen. Ihr seid ganz komisch, ihr alle. Bereit für die Piste? Jetzt, da Mordigans Steine lutscht, können wir uns um das Hauptproblem kümmern. Diese perfiden Fischleute haben meine Teile geklaut. Wir waren noch keine Stunde an diesem schäbigen kleinen Zaff und zack, haben Gürloks uns überall überschwemmt. Rory hat geschrien, Alnara hat geheult und ich meinen Schraubenschlüssel wie eine wahnsinnige Gnomin geschwungen. Könnt ihr die Situation retten und mir einige meiner Teile zurückbringen? Was heißt denn hier? Rory hat geschrien, Alnara hat geheult. Was? Halte den Motor am Laufen. Ah, oh Mann, was ist los mit euch allen?
Ich glaube, wir machen das Dungeon dann erst beim nächsten Mal. Ne? Ich glaube, die werden uns mal ein bisschen auf Trab halten hier. Achso, hinstellen. Ah, dieses Spiel. Meine alten Knochen. Ich wäre jetzt auch echt gern sitzen geblieben, aber man muss sich halt auch ein bisschen zwingen, ne? Den inneren Schweinehund bekämpfen sozusagen. Okay. Salzzahnhauer. Hallo, ihr Gürloks. Das ist zu weit entfernt. Entdeckt Gürlok-Küste. Was würde wohl passieren, wenn wir mit Murloc hier aussetzen würden? Mord und Totschlag, hä? Murk und Totschlag oder so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Speichelprobe. Gürlok-Sabber. Murloc-Sabber nicht unähnlich. Gestohlene Teile. Leicht klebrig, sehr fischig. Okay, es ist eine komplette Quatschquest. Sagen wir mal ehrlich, okay, es ist eine komplette Quatschquest. Auffälliger Kristall. Kristall im Wasser. Feuchter Kristall, der sich langsam zu zersetzen bescheint, während ihr ihn anseht. Während ihr ihn anseht? Was ist das für eine Aufgabe hier? Und er trägt 3 Kisten. Mehr als jeder Goblin und Gnom zusammentragen kann. Er kämpft sogar mit 3 Kisten. Geschichte eines denkwürdigen Siegers. Das war ein guter Kampf. Ältester Po an Iskara wird an die Geschichte dieses Siegers interessiert sein. Okay. Da haben wir unsere erste Tuska-Geschichte gefunden. Auch leicht fischig und klebrig. Na, kommt mal alle her, meine Freunde. Murloc ist aber nicht unähnlich. Eieieiei. Was ist das hier? Ach, Mann. Von 5. Ja, es ist schon krass. Ich hatte ja echt Angst, dass mir das alles... Das ist na gut, zu weit ich... entfernt. Wir haben ja noch ein Gebiet vor uns. Vielleicht versaut das ja noch alles, aber ich glaube es nicht. Es wird ja gefühlt irgendwie immer besser. Wobei die Küste des Erwachens auch schon so geil war. Mann. Mirgelgrr hat er gerade gemacht. Wenn das mal nicht ein Hinweis auf die Verwandtschaft zu den Murlocs ist. Gib mir deinen Sabber. Speichelprobe. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Unsere letzte Kristallprobe. Dankeschön. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Und damit haben wir alle Sachen beisammen. Sehr schön. Und hier ist irgendwo Erz. Nehmen wir direkt mit. Ah, Mann. Dankeschön. Sehr schön. Ein Zwerg weniger. Ja.
Sehr schön. Und der Zwerg leckt sich jetzt durch die Steine, oder was? Na gut. Braucht ihr ein Tuning? Das ist suboptimal. Bleibt auf der Überholspur? Ihr seid zurück. Ich werde da mal den Geoscanner 28907, ich kann nicht mehr Zahlen lesen, umkonfigurieren und so einsatzbereit wie zurzeit möglich machen. Die Bedingungen hier an der Küste sind allerdings nicht gerade ideal. Weiter funkeln! Damit einfach nur draufhauen? Na, ich will nichts sagen. Ich bin ganz Ohr. Habt ihr die Proben bekommen? Denkt dran. Geduld und Disziplin. Na, was sagt man dazu? Hier hat jemand wirklich etwas erreicht. Wie sagt man noch? Zwei für dich, ein für mich. Rory nimmt einen kleinen Schluck aus dem Humpen. Ah, das tut gut. Sieg. Solange das nicht der Sapper war, den du getrunken hast, ist alles gut. Mich wundert jetzt gar nichts mehr hier. Ehre den Sindorei. Feldarbeit ist anstrengend. Gute Arbeit. Ich bringe das Lucy. Mal sehen, was ihr kleines Gerät damit anstellen kann. Haltet den Kurs. Startet die Motoren. Dank eurer Arbeit unserer geologischen Untersuchung, mit beinahe 96er Prozent Effizienz. Was? Lucy zieht die Augenbrauen zusammen. Das sind Anfängerzahlen. Helft mir, eure gesamten Proben mit dem Geoscanner zu prüfen. Es sollte uns eine Grundvorstellung davon geben, was genau auf dem Plateau vor sich geht. Und immer schön Vollgas geben, Baby. Okay. Lass uns anfangen. Durchsuche Querverweise zu Kristall- und Speicherbestandteilen. Bitte wartet. Es funktioniert. Resultat: Speichel gewöhnlich. Kristall: wertloses Material. Zusammensetzung: 99% Salz. Oh oh. Was würde Geo passieren, wenn jemand einen ganzen Haufen dieser Kristalle ablecken würde? Katastrophale Dehydration, Halluzination, verstärkte Aggressivität, Größenwahn. In Ordnung, Geo, das reicht. Das ist schlecht, sehr schlecht. Also heißt das jetzt, dass der Zwerg, der die ganze Zeit Steine ableckt, um Kristalle zu finden, die ganze Zeit Salzsteine ableckt und deswegen jetzt dehydriert und Wahnvorstellungen bekommt und... Also wenn das jetzt wirklich das Resultat dieser Aufgabe ist, ne? Habt ihr Ersatzteile dabei? Man soll zwar nicht immer mit allem rechnen, aber alle Achtung, das gab es wirklich noch nie. Bleibt auf der Überholspur. Das Salzniveau hier sprengt die Skala. Wir müssen Mordigan finden und ihn hier rausholen. Er muss inzwischen lebensgefährlich dehydriert sein. Er ist seit einigen Stunden fort, versucht herauszufinden, welchen Weg er, grimmige alte Zwerg, genommen hat. Und immer schön Vollgas geben, Baby. Bitte was? Ah ja, die Salzbecken, die sind ja ziemlich berühmt. Die Kristalle eignen sich gut zum Würzen von Mammutsteaks, vorausgesetzt man schafft es an den Gyloks vorbei. Was? Ihr sagt also, dass diese Kristalle, denen wir hinterherjagen, nur große Salzbrocken sind? Jap, hätte ich euch sagen können. Hättet ihr gefragt. Salz oder nicht, wir müssen Mordigan finden. Der Auftrag hat eine Höhle erwähnt. Ich gehe schon mal vor. Was ist hier los? Ihr seid auf jeden Fall anders. Wir würden euch und eure Freunde gern an uns als unsere Gäste wissen. Nicht, dass jemand gefragt hätte. Aber wärt ihr so gute Nachbarn und würdet mir einige Kristallflocken mitbringen, wenn ihr an den Quellen vorbeikommt? Wir nutzen sie, um alle möglichen Dinge zu konservieren. Und wenn es um die Lagerung von Essen geht, ist das hier unerlässlich. Die größten Gurloks sind über und über mit dem Zeug bedeckt. Vielleicht könnt ihr ja von denen ein paar Flocken ergattern. Ich freue mich auf neue Geschichten. Hallo. Tschüss. Warum genau leckt jetzt der Dunkeleisenzwerg Steine ab? Oder machen die das so in Dunkeleisenbergia oder wo auch immer die herkommen? Oh Mann. Unterjochte Dampftropfen? Was ist das denn? Mordigans Feldaufzeichnungen. Ich erwarte Schlimmes. Ich bekomme immer mehr Durst. Woran kann das nur liegen? Ich habe den 20. Stein abgeleckt. Mein Durst ist unendlich.
pulverisieren. Kristallflocken. Nahezu durchsichtige Flocken von Salz. Das schwere Buch ist im Gurlok-Sabber getränkt. Ihr widmet eure Aufmerksamkeit der saubersten Seite. Und deswegen werde ich nie wieder unter gar keinen Umständen meine Forschung mit diesen engstündigen Narren in Dun Morrok weitergeben. Silberbräu aus Eisenschmiede? Was für ein Gesöff, eine absolute Frechheit. Um zu etwas Geschmackvollerem überzugehen, ich habe es geschafft, mir einen Platz für die kommende Expedition zu den Dracheninseln zu sichern. Forscher Neumann, mein Kontakt in Sturmwind, sagt, dass sie einen Geologen brauchen. Die müssen einen hervorragenden Geschmack haben, wenn sie einen so besonnenen Fachmann wie mich anheuern. Ich liebe die Aufgabe jetzt. Heißt das, er liebt dieses Totem? Oder wie soll ich das verstehen? Was? Mürgerliebe. Wahre Mürgermer. Was soll das heißen? Wahre Mürgermer. Er ist voll verliebt, aber nicht in uns leider. Nehmen wir die mal noch dazu. Ja, wie gesagt, die Abklingzeit ist so nett eigentlich. Wir müssen uns keine Sorgen machen, die häufiger einzusetzen. Unsere zornige Vergeltung. Die Salzflöckchen beisammen. Sehr schön. Ah, guck mal. Mordigans Fläschchen. Kein Zwerg bleibt zurück. Ein kleines metallendes Fläschchen mit den Initialen ME. Ciao. Was haben wir da? Mordigans Stiefel. Okay, es wird absurd. Stiefel ist kein gutes Zeichen. Oh, das ist eine richtige Hütte mit Tür hier unten. Guck mal. Moment mal. Das ist aber nicht die Weiterentwicklung von dem Murloc, oder? Jetzt bin ich verunsichert. Die Hütten sehen besser aus. Also diese Hüttentechnik mit der Tür hier unten ist genial. Und fortschrittlicher als diese komischen Dinger von den Murlocs. Zwergenstiefel, stark abgenutzt. Aha, das ist wie gesagt kein gutes Zeichen. Mordigans Hosen. Oh oh. Was passiert hier gerade? Mordigans Hosen liegen weggeworfen auf dem Boden. Das ist kein gutes Zeichen. Oh nein. Ich brauche ein Ziel. Amoya, hier drüben! Ja, sofort, ich muss mal eben kämpfen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. A new Belore Delenar. Ihr wart beschäftigt, ich ebenfalls. Bewahrt euren Stolz. Ich habe die Umgebung durchsucht. Wenn Mordigan irgendwo hier ist, muss er in diesen Höhlen sein. Dumpfe Flüche und Beleidigungen hallen aus dem Höhleneingang. Er ist definitiv in dieser Höhle. Lucie hat gesagt, diese Kristalle haben gefährliche, dehydrierende Eigenschaften. Versucht ihn von seinen geologischen Funden zu trennen. Aber tut ihm nicht allzu sehr weh. Er ist in seinem Fachbereich ziemlich angesehen.
dekristallisiert mordigen Eisenkiefer an der Gürlock-Küste. Für den Sonnenbrunnen. Wer ist er? Wer verschwört sich gegen den Kristallkönig? Oh nein. Tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Was passiert hier? Kommt und erlebt euren Untergang! Okay, der ist nicht nur dehydriert, er ist nackt. Er ist halt einfach nackt. Ihr bekommt meine Kristalle nie! Ich kann die Macht des Kristalls in meinen Adern spüren! Aha. Sicher doch. Und es macht mich durstig! Oh, mein Kopf, was? Bei Magnis glitzerndem Bart. Ich muss hier raus. Baladash Melanore. Das ist zwar nicht gerade eine elegante Lösung, aber ich weiß euer schnelles Denken und euren Einfallsreichtum zu schätzen. Zeit ist Gold. Ich habe Mordigan wie einen besessenen Zwerg da rausrennen sehen. Ich gehe ihm hinterher und stelle sicher, dass er in einem Stück zurückkommt. Wenn ihr entlang der Klippe geht und die Wasserfälle hinunterspringt, solltet ihr es vermeiden können, noch mehr Gürlocks aufzuscheuchen. Wir sehen uns im Lager. Haltet den Kurs. Eine Drachenglyph in eurer Nähe. Oh no. Da ist sie! Oh mein Gott, Nummer 5. Geil. Hier ist noch ein Tuska-Lager. Okay, das komplett von Knollen übernommen wurde! Aber guck mal hier. Genau, da wollte ich ja das hier machen. Jetzt nochmal 5 und wir haben tatsächlich noch einen Elan mehr, ne? Das ist mega. Oh, da ist es ja endlich. Oh, ne, Bewegungsziel. Ich will nicht noch ein Bewegungsziel, ich will doch nur eine Stehminute. So. Hier ist mal ein Vorkommen. Ach nein, eigentlich ist mir das auch egal. Ach, wäre gleich die Stunde schon wieder voll. Shit. Was machen wir nur? Ich kann es hier nachher nicht nochmal aufnehmen. Ich habe genau das, was ihr sucht. Doch, kann ich. Nee. Oh. 324, ja, es ist schon gut. Nee, her damit. Wir verkaufen gar keine Handwerkszutaten mehr. Ich bin doch nicht. Ich bin euch beklopft. Ach Gott, den habe ich gar nicht gesehen hier unten. Bosun Moruk. Der hat einfach einen Hut auf. Ich habe viel im Angebot. Das ist der beste Hut, den ich je gesehen habe mit diesem Säbel. Lasst uns bald wieder. Okay, hallo. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ich habe genug Diplome, um mir daraus einen Papieranzug zu basteln. Die Macht des Ambosses stehe euch bei. Ich bin von den Verlassenen. Warum sitzt sie in der Badewanne? Ja, es kommt gleich. Es scheint, ihr habt unseren Zwerg zurückbringen können und unversehrt noch dazu. Ich denke, danke euch im Namen unseres Teams und der Drachenschuppen-Expedition. Wir werden Mordigan aufpäppeln und dann alles hier zusammenpacken. Auf diesen Hügeln gibt es nichts außer Blut und Salz. Salz. Okay. Vertraut niemandem. Rory, seid so gut und bringt mir einen Becher Wasser. Aber natürlich. Prüfer Rory holt einen vertrauten Becher unter seine Robe hervor. Es ist schön, euch zurückzuhaben, Mordigan. Danke, Lou. Hey, Alnara, seid ihr vielleicht bald fertig da drin? Ich rieche wie ein Mürlock-Hintern. Nein. Mordigan stöhnt. Warum sitzt denn Alnara jetzt hier in der Badewanne? Die ewige Sonne wird uns leiten.
Seid ihr bald fertig da drin? Nein, Punkt. Was sollen wir das jetzt sagen? Also, das ist wirklich so eine Chaos-Truppe, ne? Ich kann es nicht anders zusammenfassen. Fabelhaft. Eine fabelhafte Chaos-Truppe. Achso, okay, wir haben das Salz. Es ist eine Katastrophe einfach. Ah, ein neues Gesicht. Jetzt, wo ihr da seid, bin ich in der Tat sehr hungrig. Das wird uns in dieser Gegend eine große Hilfe sein. Möglicherweise dürfen eure Freunde noch etwas hierbleiben. Ich werde von euch berichten. Seid ihr bald fertig? Nein, Punkt. Hier, guck mal, da seht ihr es ja unten im Chat. Nein, Punkt. Was soll denn das? Ach ja. So, wir gehen noch einmal nach hinten zu dem Furbolg. Siechendes Seetang. Oha, hier. Ist auch ein großes Rochenskelett, ne? Guck mal. Boah, wie schön. Ihr müsst wissen, dass seit Classic gibt es fantastisch schöne Unterwasserwelten. Und natürlich da mit Cataclysm und dem Valsharar-Gebiet, wo es ein ganzes Unterwassergebiet gibt, ist das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Also Unterwasser in Warcraft kann immer wunderschön aussehen mit Schiffwracks und keine Ahnung. Oh! Langklauen-Muschelsammler. Du siehst ja mega süß aus. Mit dem riesen Korb da hinten dran. Okay, ich mag die neuen Furbolgs. Ich war mir nicht sicher, ey. Oh, guck mal hier, ein kaputtes Nachtelfenschiff. Okay, die sind in der Tat alle etwas friedlich, hm? Okay. Langklauen-Schamane, Eddie. Wir kamen auf der Suche nach Zuflucht vor den elementaren Verderbnis her, die das Festland heimsucht. Die Geister hier meinen es wohl mit uns und uns meinen es wohl gut mit uns und nähren uns mit Obst und Meeresfrüchten. Ein Tusker lehrt uns die Kunst des Angelns. Okay, sehr interessant. Die sind also geflüchtet, weil mehr und mehr Furbolgstämme. Ach, guck mal hier. Weil mehr und mehr Furbolgstämme auf dem Festland von der Elementarmagie verseucht werden. Das ist ja interessant. Voll das kleine Paradies hier. Und wo ist der Tusker? Nuana. Und hier ist Barst. Schaut euch an. Ihr seid den ganzen Weg hier rüber gekommen. Wie kann ich euch helfen? Das klingt, als wäre Grimhauer in Schwierigkeiten. Ich würde sagen, ich habe genug von den Konflikten des Festlandes, aber Frostbiss und ich haben eine Vorgeschichte und eine Rechnung zu begleichen. Ach, Schande, ich kann die anderen hier aber nicht ohne Verteidigung lassen. Wir hatten Probleme mit einem Elementar, der am Strand für Ärger gesorgt hat. Ich bin der Einzige, der es mit ihm aufnehmen kann. Das ist ein schlüpfriger Geselle, buchstäblich. Ich sage euch was, wenn ihr euch für mich und um den Elementar kümmert, latsche ich mal rüber. Zu Grimhauers Lager. Wie sieht's aus, Champ? Champ. Ich will da rein. Großer Tuck. Das sind Nachtelfenvasen. Das heißt, die haben die Waren unten vom Nachtelfenschiff genommen. Verstehe ich das richtig? Hier auch die Steine vielleicht? Das sind ja Vasen von den Nachtelfen. Könnt ihr mir nicht anders erzählen? Die haben hier voll die kleinen Höhlen. Ich will da rein.
soll denn das? Aber wie süß ist denn der bitte? Bast. Ich mag dein Haus. Aber warum haben die hier Nachtelfensachen? Das ist voll das kleine Paradies hier, ey. Wunderschön. Okay. Nee, aber wir haben hier oben noch einen Charakter. Also, ruhiger Gurt. Die haben hier alle Namen. Und die auch. Ruft und Bläh. Die kleinen Babys, die haben auch Namen. Ruft und Bläh. Und hier haben wir noch Nuana. Mein Vater, Eddie, ist der Schamane des Langklauenstamms. Sein heiligstes Gesetz lautet, dass niemand die Insel verlässt und doch verschwindet Bast hin und wieder. Ich sehne mich danach zu sehen, was da draußen sein mag. Ich kann die Geister der großen Wasser hören. Sie rufen mich. Nein, bleib hier. Hier ist es sicher. Wartet mal eben. So, Entschuldigung. Warum haben die denn alle kleine... Also, keine Ahnung. Stellenausschreibung Blizzard, Namensgeber für NPCs. Fantastisch. Also sowas finde ich auch ganz wichtig, ne? Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Guck mal, Kinderriegel Weihnachtsedition. Süß. In Gothic 2 zum Beispiel kann man jeden NPC ansprechen und jeder NPC hat 4-5 Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten. Wie steht der Krieg? Wie ist die Lage der Stadt? Wie sieht die Bedrohung aus? Wie geht's? Keine Ahnung, was die Spielwelt unglaublich lebendig macht. Das hätte ich unterbrechen sollen. Holy shit. Der wilder Tang-Elementar und die Aufgabe heißt Tango am Strand. Was ist mit diesem Spiel? Oh, und die Rückseite ist ja auch voll süß. Aber ich hatte es eigentlich so verstanden, dass hier auch irgendwo ein Tusker sein muss. Oder was eher so im Sinne von, die Tusker lehrten aus uns. Ja, da ist er doch. Ich bin so blind. Tulek da unten. Ist hier einfach ein Tusker, der den Furbolgs Angeln beibringt. Ja, verdammlich. Ich schätze, ich komme doch meinem alten Kumpel Grimhauer zur Hilfe. Abgemacht ist abgemacht. Wenn Grimhauer Hilfe braucht, um Frostbiss endgültig zu töten, dann bin ich dabei. Der Hass, den ich noch in mir trage, hebe ich mir für Frostbiss auf. Hat Grimhauer euch gesagt, was passiert ist? Wir alle, die mit Grimhauer auf die Jagd gingen, dachten, wir wären unaufhaltsam, bis wir Frostbiss trafen. Frostbiss hat uns nicht nur besiegt, er hat uns vor allem anderem im Unterschlupf gedemütigt. Wir wurden blutig und geschlagen, im Unterschlupf zurückgelassen. Frostbiss hat ein Exempel an uns statuiert. Jetzt ist es an der Zeit für Rache. Wir sehen uns beim Versteck. Frostbiss wird dafür büßen, was er uns allen angetan hat. Okay. Tschö. Okay, reden wir noch einmal mit dem Tusker hier unten. Tulek. Und beim nächsten Mal gehen wir dann nach hier oben zum Dreifäller-Rundblick. Seid gegrüßt, Fremdling. Beim Angeln geht es um Geduld, Achtsamkeit, Respekt und einen vollen Magen. Kommt zum Essen zurück.
Ja, ich schätze mal, die haben hier von dem Nachtelfenschiff hier die Waren geholt. Die Vasen und sowas. Das wird dann auch Sinn machen. Wunderschöne Insel. Okay, das ist das Dungeon hier, ja? Von der Fläche her. Da war gerade Arconio vorkommen. Ich mag hier nicht sein. Der Viet vorkommen? Nee. Da. Aber hier nicht. Falsche Höhle oder was? Ihr seid alle so eklig. Oh mein Gott, ich sterbe. Okay, hier soll ich nicht sein. Okay. Ja. Muss man wissen, das ist also wieder ein Elite-Gegnergebiet. Wo wir nicht hin dürfen. Good to know. Danke für den Hinweis, Spiel. Okay, aber beziehungsweise ich hätte auch vorher mal die Gegnerstärke abchecken können. Okay, das ist also jetzt wirklich die Dungeon Area. Okay, macht schon Sinn. Oder halt auch nicht. Wobei es war, glaube ich, in Shadowlands auch schon so, dass die Dungeons, wenn man da einfach so reingeflogen ist, also in die Gebiete, da immer nur Elite-Gegner überall waren. Ich hing da jetzt ungünstig fest, muss man dazu sagen. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Gegner. Ne, sehr schön. Okay, weg hier. Oh, das ist aber ein Boss. Nuschelknochen. Nuschelknoche. Mal, ob andere Spieler kommen. Markieren uns den mal kurz. War alleine, nee. Wobei der vielleicht gar nicht. Oh, 2 Millionen, oh doch. Oh doch, der ist sehr stark sogar. Okay, dann gehen wir beim nächsten Mal nach hier oben. Gucken uns den Holzfäller, Dreifäller-Rundblick an. Das letzte Rennen und vor allen Dingen fallende Wasser. Das war ja das mit diesen drei Wasserfällen. Was war das nochmal? Hier. Ich liebe Wasserfälle. Wollt ihr wissen, was besser ist als ein Wasserfall 2? Und noch besser 3. Geht zur Gastwirtin. Genau. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und die danach, wenn da keine neue Aufgabe ist, würde ich mich dann langsam aber sicher mit dem Dungeon beschäftigen. Und danach haben wir dann hier noch Aufgaben und dann da. Die Hauptstory. Ich setze mich wieder hin. Ah. Und wartet, ich mache mal das Fenster ein bisschen mehr zu. Ist gerade doch ganz schön kalt hier. Ah, er ist in Fight, okay. Holy, wow, was mit der für geile Angriffe, bitte. Ich brauche ein Ziel. Okay.
Hochlanddrache, stachelbesetzter Keulenschwanz. Einfach mal gedroppt. Ist schon geil, ne? Okay. Sehr schön. Dann, wie gesagt, beim nächsten Mal nicht verpassen. Wir werden uns hier oben den Dreifell-Rundblick ansehen. Damit den letzten Schnellreisepunkt, glaube ich, ne? Und wahrscheinlich auch dann die letzte Siedlung kennenlernen hier im Azurblauen Gebirge. Und vielleicht auch noch das Dungeon, die Brackenfellhöhle, hinterher schieben. Darf ich denn hier rein? Oh mein Gott, da ist eins. Draconium-Vorkommen. I can't believe it. Habe ich das für den Sammelberuf nicht umgestellt? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich die... Was war das jetzt? Achso, das waren Vorräte. Draconium-Erz. Wieder nur Schlechtes. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, hier die Gegner sind noch schwach. Also unten im Dungeon, die sind stark und die hier sind schwach. Das muss man wirklich wissen. So, wir gehen mal zurück zur Weggabelung, wo wir hier dem einen Drakoiden bei der, ihr wisst noch, ne? Bei der Forschung hier geholfen haben. Wir haben ja diese Runen nachgemalt. Da oben war der Künstlerische, der die Bilder gemalt hat. Und hier starten wir beim nächsten Mal durch und werden, wie angekündigt, oh, wie cool, die Kiste ist schön. Ja, werden uns wie angekündigt aufmachen zum Dreifell-Rundblick. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dragonflight. Ciao.